Und hier bin ich jetzt wieder. Und jetzt werden wir in den Kampf gehen gegen Vulgor. Oder Vulgor, wie er heißt. Du wartest hier, Link. Verstehst du? Mach hier keinen Ärger. Der Kampf wird nicht lange dauern, denn ich bin Darkling. Und wir hören die Bossfight-Musik. Oh mein Gott, ein brennender Bohrkram. Verehrte Damen und Herren, in wenigen Sekunden ist es soweit. Während die Zeugen eines Kampfes um Leben und Tod. Fernen Pandoria kommt. Ja. Der Verstrecker des Bösen. Die Verkörperung der dunklen Macht. Der begnadete Meister des Infernos. Virgo, der Unzerstörbare. Die Musik ist so geil. Ich finde die Musik so jetzt blöd. Und hier sein Herausforderer. Der mächtige Darkling. Darkling der Versager. Gut zu wissen, dass die Zuschauer zu mir halten. Irgendwie erinnere mich diese Szene aus. Wir erinnern auf verbessernden Reinigungstherme. Es guckt ja für Filme. Und ich hier einer der Putzlappen zu sein. So ist das war's dann wohl. Der Kampf kann beginnen. Dann wollen wir ordentlich eine drüber ziehen mit einer Schlammermee-Attacke. Die irgendwie gar nichts abzudecken scheint. Nehmen wir mal einen Hitzeblitz. Oh, das ist scheiße. Das ist wirklich sehr scheiße. Ich glaube, dann werde ich ihn doch überhaupt mit Speer besiegen. Hä? Oh, weia. Ich zeige ihm aber gar nichts ab mit meinen. Was ist denn das für ein Scheißvieh? Hitzeblitz! 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 Ich mach einen Krafttauch. Vogel, der Unzerstörbare macht hier ganz schön Terror. Schlammbombe! Hitzeblitz! Das wird ein ordentlicher Kampf werden hier. Wenn ich nur so wenig abdrecke. Den nicht getroffen.
Wir haben ihn besiegt. Boah. Der hat ordentlich Hitze mit gefressen. Du als 1000 Juwelen. Albernfrei. Und unser Schwert müssen wir jetzt kriegen. Darkling hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, wir haben dich unterschätzt. Nimm dieses Schwert als Belohnung. Yeah! Drachentöter erhalten. Dankeschön, aber können Sie mir sagen, wo ich eigentlich bin und warum ich bin ich hier? Komme ich zurück nach Großostheim? Dann findest du westlich vom großen Fluss. Dort finden sich auch die Juwelenaugen der Hundestatue. Mit Kraft der Wehen kann ich unseren König zurück nach Großostheim bringen. Wenn auch okay, warum nicht? Das ist wirklich mein Hund. Ein Heiliger ist ja schon gar nicht. Okay, ich sag, dass die Statue mächtige Kräfte hat. Und die Augen können die Kräfte aktivieren. Wir brauchen jemanden, der seine Fähigkeiten, die Juwelenaugen der Statue zu finden. Was habe ich damit gesagt? Es passiert. Tja, wie sagte Ed Chopper in Fliegende Augapfel im Supermarkt. Wer denkt sich diese komischen Namen aus? Die Filme gibt's doch gar nicht. Ich werde diese Augen finden und ich werde dabei alle Ohren verlieren. Auf geht's, Link! Hast du die Wandaugen schon gefunden, Nummer 2? Noch nicht, mein Meister. Ich habe den Abenteurer in der Stadt am Fluss eine Belohnung angeboten. Du lässt diese zurückgebliebenen Bauernterpe nach den Juwelen suchen. Diese Mission ist äußerst wichtig. Und nicht vom Tubenpoetät brauchen einen Helden. Sie mögen nicht schlau sein, aber sie kennen die Gegend ganz genau. Der Junge sucht auch nach den Juwelenaugen. Wer die findet, wird er was Nettes erleben. Wir hatten schon ein Problem mit diesem kleinen Sturmflug Nummer 2. Sorge dafür, dass es nicht noch einmal passiert. Und teile diesen Hektor der anderen Flussseite daraus. Hektor ist der diese Welt anvertraut wurde. Ich glaube, wir haben alles erledigt. Hinter der Wüste wartet kurz Rüke auf uns. Wir sollten den Fluss überqueren. Danach können wir weiter nach den Juwelen suchen. So, jetzt werde ich erstmal noch die restlichen Tauschgeschäfte machen. Bitte und Vulgorstein. Ja, der Stein ist weg. Ne, doch nicht. Wir zeigen fick ein Gewicht für ein Seintuch. Okay, Ameisenhirn. Und jetzt geht es los. Und der hebt den Felsen jetzt für uns an und wirft ihn weg. Bist du? So hebt man einen Felsen. Wo das Ding wohl landen wird? Und der ist irgendwo da hinten gelandet, da kann ich jetzt aber irgendwo im Weg jetzt. Tja, ich mache jetzt einen Cut und werde dann im nächsten Part, werde ich die restlichen Sachen geholt haben hier, von Tauschhandel, das werde ich euch nicht mal antun, alles zu zeigen, habt ihr alles gesehen, wo alles ist. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.